So, Weltkarte. Ne? Logbuch aktualisiert. Da können wir auch gerade nochmal reingucken. Ostergo. Das Schiff, das ich eskortieren sollte, liegt auf dem Grund des Meeres. Moment. San Martini hat mich... Ach, Ostergo, das ist das Schiff, was ich dabei habe. Komisch. Jetzt müsste ich wissen, wie das Schiff heißt, denn unter einer der Missionen hier wird es dabei sein. Naja, gut. Aktualisierung, sonst... Entgelt zusammen. Ich habe diesen Auftrag versagt. Ein Termin ist längst überfällig. Der mal von Martin Quay läuft immer noch, okay. Oh, ich bin ja immer noch auf dem Wasser, stimmt. Aha. Oh. Crew verlangen. Ja, die Crew ist teurer als die Offiziere, das ist schon mal. War ja klar im Endeffekt. Uah, nicht. Wollen wir da mal sehen, was wir hier haben. Segeln nach. Nur freundliche Schiffe. Steht Guava Hafen. Wie kann ich einen Angriff abwehren? Das ist jetzt mein Ernst. Wie kann ich einen Angriff abwehren? Vertraut mir, nirgendwo sonst in der Kolonie könnt ihr euch so entspannen wie hier. Wo um alles in der Welt sind die Leute, die das hier angreifen sollten, wollten, wie auch immer. Ja, aber klar. Verwirrt. Es wurde gesagt, Petite Guave wird angegriffen und ich würde die Stadt verlieren. Wie kann das sein? Mal sehen, ob der einen Auftrag hat. Ihr wünscht, Sir? Tja, dann ist jetzt die Frage, was ich machen soll. Angriff auf Kolonien, wo haben wir es? Da, Petite Guave. Aber aufgerüstet haben wir es schon. Loyalität ist mittlerweile exzellent. Heldenhaft, gut, normal. Alles schön. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, okay. Ansonsten, Logbuch. Das ist alles schon her. Nehme ich doch mal an. Tja, was geht jetzt hier ab? Ich meine, da stand irgendwas von wegen Angriff. Und ich verliere sie in 24 Tagen. Was ich dagegen machen kann? Keine Ahnung. Ich stehe euch nicht mehr zu Diensten. Binus Casas. Welche Position hat er begleitet? Das wäre nochmal interessant gewesen. Schiffsarzt.
den Kapitän nicht ersetzen. So. Gut, den haben wir jetzt noch. Das ist sehr praktisch. Warum auch immer der Fecht 10 hat. Gefangener, Passagier. Merkwürdig. Oh, der hat einen Punkt zu gewinnen. Da der bei mir Kapitän wird, kriegt der auch noch was dazu. Loyalität, könnte das mit der Loyalität zusammenhängen? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir schon wieder einen Offizier weniger. Was auch immer das für ein Offizier gewesen sein soll. Na, eigentlich können wir hier gerade auf die Karte gehen. Ist die Frage, wer hier was angreifen will und wieso und weshalb. Kriegsgeschwader. Naja. Dann werde ich mich wohl die nächsten Tage vor Petit Guava aufhalten. Aha, da haben wir ein größeres Schiff. Und mal wieder haben wir... Ah ne, falsche Richtung. Mal wieder haben wir keine Geräusche dazu. Irgendwie schienen da doch noch Kanonenkugeln im Spiel zu sein. Denn das eine Schiff ist fast versenkt. Wobei ich... Wow, warum sind meine Schiffe so... Ah, okay. Direkt im... Ah, doch Geräusche. Okay. Okay, jetzt wird langsam, echt uncool. Das ist jetzt echt langsam total uncool. Jetzt wird auf die Segel geballert. Noch weiter drehen, damit ich nicht direkt in den Rhein rausche. F3 entern. Schön. Ich hoffe, mein Kollege versenkt das Schiff nicht gerade. Normalerweise mit Knüppeln eher weniger, aber es gibt immer neue Sachen. Oh, ich muss meine Crew definitiv auffüllen. Bei den Werten, die wir haben. Was? Der schlägt immer noch. Ist das zu fassen? Oder, ach nee, der ist bestimmt außen rumgegangen. Der ist garantiert außen rumgegangen. Gut, dann, der hat schon ein bisschen mehr wegstecken können als die vorher. Oder die gewöhnlichen Kapitäne, sagen wir es mal so. Schiff wird gekapert. Rang 3, 21. Dann nehme ich doch lieber den hier. So. Tja, da verlieren sie wohl an Segeln vor mir. Ich hoffe, sie tun es gleich nochmal, wenn mein Kanon hier dann endlich mal feuern würde. Na gut. Dann eben kein Feuer. Dann eben ein wenig Geschwindigkeit. Womit ich die ja auch locker kriegen sollte. Ups. Ja, warum ich das jetzt abwarte? Danach könnte es schlimmer sein. Jetzt können wir. Ich habe viel Leben verloren und das meiste an Segeln, aber spielt ja an sich keine Rolle. Ich
kann. Okay, du schützt mich nicht, du schützt mich. Du bist tot. Du bist tot. Den könnt ihr noch kurz zermatschen. Sehr gut. Dann haben wir das nächste Schiff für uns eingenommen. Danke für das Duell. Wir sehen uns wann anders. Dann ein Bleiquartett. Sehr interessant. Das Schiff wird auch gekapert. Sehr gut. Da hat noch wer gefeuert. Die anderen sind abgehauen. Segeln nach. Schade. Das ist die Frage. Wenn ich jetzt irgendwo knirscht ist. Nein. Jetzt mit Vollspeed bei meinem neuen Boot rein. Bei meinem neuen Schiff. Das wäre irgendwie schlecht. Würde man sagen. Jetzt versuche ich ein bisschen davon wegzukommen. Und so schnell wie ich Fahrt aufnehme. Das ist ja kein Problem. Ich bin ja jetzt schon. Bin weniger Momente bei 2 Knoten. Fast schon. Und das quer zum Wind. So, jetzt erstmal die hier Segel streichen. Ist noch immer noch vor Petit Guavo, oder? Moment. Ob das so klappt, wie ich mir das überlege? Ich denke zwar eher nicht, aber man kann es ja mal probieren. Eieiei, zu weit gedreht. Ach was, das klappt eh nicht. So, ich hätte mich vielleicht doch noch ein bisschen drehen sollen. Na gut. So, 2 Schiffe, 2 entkommen. Ist immer noch eine gute Statistik. Jetzt ist natürlich wieder gerade Nacht. Aber das ist gar nicht so schlimm. Dann habe ich auch kein Problem. Vertraut mir! Nirgendwo sonst in der Kolonie könnt ihr euch so entspannen. Sind wieder Leute da. Das ist natürlich erfreulich. Ich war wohl einen Tag weg und da haben sich welche freiwillig gemeldet. Ich habe auch Leute verloren, deswegen kann ich ja auch bei den unteren 2 was aufnehmen. Nirgendwo sonst in der Kolonie könnt ihr euch so entspannen wie hier. Schön. Nächster Tag nehme ich mal an. Hoffe ich, denke ich. Sollte so sein. Ja. Und jetzt Store zuallererst. Petit Guava hat noch nicht sehr Weizen Martin Quee. Nein, tut mir leid. Tut mir leid. Ich befördere nichts nach Martin Quay. Oh oh, Planken 3000. Das kann doch schon mal gar nicht sein. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken, ob ich irgendwie auf meinen anderen Schiffen Planken habe. Weil dann kann ich das hier 1600. Das könnte fast schon wieder sein, aber die sind viel zu schwer dafür. Verdammt, jetzt schleicht sich wieder dieser dämliche Bug ein. Und am Ende muss ich Geld bezahlen für das blöde Schiff. Naja. Wird schon werden. Planken 700. Alle verkaufen. Das ist mir shit egal. 400. So, jetzt sag ich mal. Wir behalten 10, nee, 20 und ich beobachte das mal. Weil ansonsten, Kaffee, Mahagoni, kann man alles verkaufen. Nur die Sklaven nicht. Die Bomben würde ich noch verkaufen, genau. Knüppel haben wir dafür genug. Da sollte alles verkauft sein, bis auf die Knüppel.